Sieg für die Füchse. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge fanden sie genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Erfolgsspur zurück. Und zwar gegen einen direkten Konkurrenten um die Europapokalplätze, den VfL Gummersbach. Die Partie in der fast ausverkauften Max-Schmeling-Halle begann sehr zerfahren. Es war eine Mischung aus zwei Aspekten. Beide Abwehrreihen zeigten eine konzentrierte Leistung. Allerdings leisteten sich die Offensivabteilungen beider Mannschaften einige leichte Fehler. So kam es, dass das erste Tor erst nach mehr als 4 Minuten fiel. Vedrat Cirnic mit dem 1:0 für die Gäste. Danach nahmen jedoch die Füchse das Heft in die Hand und erarbeiteten sich einen 2-Tore-Vorsprung. Markus Richwin mit dem 4:2. Doch der VfL ließ sich nicht abschütteln. Ganz im Gegenteil, sie kamen sogar zum Ausgleich. Die Füchse beeindruckte das wenig. Sie zeigten genau jetzt, warum sie in dieser Saison zu den besten Teams der Liga gehören. Clever spielten sie in Unterzahl die Uhr runter. Und dann, bei angezeigtem Zeitspiel, traf Sven Sören Kristoffersen zum 7:6. Das hatten die Füchse gebraucht. Angetrieben vom Publikum zogen die Berliner Tor um Tor davon. Thorsten Lahn, 11:6. Die wichtigste Voraussetzung für diesen 5:0-Lauf war die wiedererstarkte Defensive um den überragenden Peter Stochel. Ein ums andere Mal brachte er die Gummersbacher zur Verzweiflung. So auch kurz vor der Halbzeit. 7 Meter für die Gäste. Und Stochel schnellt nach unten und pariert den Wurf. Dadurch konnten die Füchse mit einer beruhigenden 5-Tore-Führung in die Kabine gehen. Den Beginn der zweiten Hälfte verschliefen die Hausherren ein wenig. Immer wieder verloren sie den Ball im Angriff leichtfertig. Und so kamen die Gummersbacher zu einfachen Toren und verkürzten auf 14:12. Das Team von Dago Sigurdsson konnte sich in dieser Phase erneut bei seinem Torwart bedanken, dass der Gegner nicht noch näher herankam. Wieder zeigte Stochel seine Klasse. Nachdem die Füchse diese kleine Schwächephase überstanden hatten, konnten sie sich wieder etwas absetzen. Markus Richwin vollendet einen Tempogegenstoß und stellt den Abstand von 5 Toren wieder her. Die Gäste aus Nordrhein-Westfalen hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und so gewannen die Füchse am Ende verdient mit 24:20. Ausschlaggebend die gute Abwehrarbeit. Unsere Einstellung war super hinten. Wir haben um jeden Ball gekämpft, Teuter war da und das hat uns heute ein bisschen einfacher gemacht und die Fehler vorne verziehen. Wir haben wieder gezeigt, dass wir in Abwehr ganz stark sind. Das haben wir in der Vorrunde gezeigt, vor den Weihnachten. Wir waren meistens ganz stark in Abwehr. Wir haben gegen 20 Tore kassiert, heute auch 20. Ja, das zeigt, dass Abwehrleistung war sehr gut. Dazu gehört Torhüter, das war auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, und das war der wichtigste Punkt heute. Auch Manager Bob Hanning zeigte sich sehr zufrieden. Hatte er doch vor dem Spiel eine Leistungssteigerung von der Mannschaft und vor allem von Peter Stochel gefordert. Ja, es war wichtig, dass er ist ja häufiger zweiter Mann gekommen und hat in den letzten Spielen uns nicht so helfen können, wie wir es von ihm gewöhnt sind und war nicht in der kompletten Fokussierung auf das Gesamtthema, sicherlich auch bedingt aufgrund der nicht mehr ganz so guten Abwehrleistung der Spiele. Und wenn man zwei so überdurchschnittliche Tore hat, dann muss einer von beiden auf jeden Fall immer mal halten. Genau das tat Stochel und war nach dem Spiel sehr zufrieden mit seiner Leistung. Ja, ich habe ich weiß nicht, wann habe ich letztes Mal angefangen, das ist schon ein paar Monate. Ja, das war mein erstes Spiel von Anfang an in dieses Jahr, in 2011. Und das war für mich ganz wichtig, auch gegen so eine starke Gegner irgendwelche Leistung zu zeigen. Und ja, das hat geklappt, glaube ich. Für die Füchse heißt es jetzt weiter fokussiert bleiben. Denn bis zum nächsten Spiel ist es noch eine Weile. Ja, wir haben jetzt erstmal wieder eine lange Pause, was überhaupt nicht gut ist, weil wir überhaupt nicht in den Spielrhythmus reinfinden. Das ist sicherlich sehr, sehr ärgerlich. Der Trainer wird sicherlich der Mannschaft noch ein paar Tage Pause geben, dass sie noch mal ein bisschen generieren können, dass sie vielleicht dann auch mit einer besseren, konzentrierteren Leistung wieder aus dieser Pause rauskommen. Bartolomej Jaschka ist nicht im Ansatz das, was wir von ihm kennen im Laufe der ganzen Jahre, aber sowas steht einem solchen Spieler natürlich auch zu. Aber den brauchen wir sicherlich jetzt für den Endspiel für die letzten 7 Spiele. Wenn wir Europa erreichen wollen, sind wir heute einen ganzen Schritt näher gekommen der Aufgabenstellung. Dann brauchen wir auf jeden Fall nicht nur einen guten Rückrundenspieler mit Kristoffersen, sondern brauchen auch Bartolomej Jaschka und brauchen auch noch andere. Im zweiten Dienstagsspiel gab es ein sehr überraschendes Ergebnis. Der TV Groß-Wallstadt siegte in Kiel mit 28:25.
Die restlichen Partien des Spieltags finden erst am Wochenende oder Anfang nächster Woche statt. In der Tabelle rücken die Füchse vorübergehend wieder auf Rang 3 vor. Kiel verliert mehr und mehr den Anschluss an den HSV. In der zweiten Tabellenhälfte bleiben Ahlenhamm, Hannover und Rheinland auf den letzten drei Plätzen.